siehst du denn aus? Und die Augenbrauen hast du dir auch gezupft? Mein Cousin Paolo hat mir die Haare geschnitten. Das macht er immer, sagt er, bei den meisten Mädchen in seiner Klasse. Er will mal Maskenbildner werden. Er will mir auch helfen, eine neue Brille zu kaufen. Die ist ein bisschen spießig, findest du nicht? Paolo, ist dein Cousin Italiener? Halb Italiener. Er findet auch Mädchen sexy, die ein bisschen dicker sind. Das hat auch mein Vater gesagt. Wegen meiner Diät und so. Wahnsinn, Trude. Sieht gut aus. Danke. Das Sprache, bist du nicht mehr sauer? Was ist das denn? Ein gerupftes Huhn? Wow, wann wirst du denn gebraten? Was bist du denn schon wieder? Ich dachte, ich könnte euch vielleicht helfen. Wegen der Hühner und so. Mein Opa hat einen Garten. Liebe Wilma, das ist absolut nicht nötig. Wir treffen uns um eins. Nach Rotan. Ich sag Frieda Bescheid. Was ein Cousin aus Italien bewirken kann? Du musst mir das hier vorlesen. Ich finde meine Brille nicht. Was ist denn das? Ein Hochzeitskleid. Was sonst? Das darfst du gar nicht. Dazu braucht man einen Waffenschein. Habe ich seit 1962. Also lies endlich vor. Das kann ich nicht lesen. Ist zu klein gedruckt. Wo hast du sie her? Im Katalog bestellt. So was gibt's im Katalog? Das gehört verboten. Aber was soll ich denn machen bei all den Einbrechern? Und was sonst neuerdings hier so rumschleicht? Dir hat noch keiner was gestohlen. Nicht mal einen Rosenkohl. Und wenn, dann muss man sie doch nicht gleich erschießen. Wen? Na, die Diebe. Bloß weil sie was klauen wollen. Klauen und töten, das ist ein gewaltiger Unterschied. Findest du? Muss ich den anderen von der Pistole erzählen? Aber vielleicht helfen sie mir dann nicht mehr. Und das ist die Munition für das Ding? Warte nur, das werde ich an einem sicheren Ort verstecken. Das ist kein Kinderspielzeug. Wo ist denn verdammt noch mal meine Brille? Ich gehe mal suchen. Die findest du heute nicht mehr. Keine Brille, keine Gebrauchsanweisung. Was ist denn mit dir los? Bist ja so blass. Du wirst krank. Ist kein Wunder, wenn du so wenig isst. Soll ich dir eine heiße Milch mit Honig machen? Nein, nein, danke. Am besten, du legst dich zu Hause ins Bett. Ich rufe deine Mutter an, damit sie heute Nacht bei dir bleiben muss. Nein, Oma, sie muss fahren. Wir brauchen noch das Geld. Mir geht's gut. Sehr gut sogar. Auf dem Herd steht Spaghetti Bolognese. Und der, ach ja, der Käse ist im Kühlschrank. Mann, sehen Sie toll aus. Na, wer weiß. Vielleicht ist unter meinen Kunden hier endlich der Märchenprinz. Hm? Tschüss. Bis morgen. Was schaut ihr euch denn an? Krieg der Sterne. Teil 2. Na, hoffentlich könnt ihr euch noch einigen. Und nicht so spät ins Bett gehen, ja? Ja. Aber daran haltet ihr euch ja eh nicht. Tschüss. Tschüss, dann wieder zum Schutzberg. Und das ist eine. Vielleicht sollten wir deine Mutter mit dem neuen Biolehrer verkuppeln. Der soll unverheiratet sein. Ein Lehrer kommt bei uns nicht in die Wohnung. Nur über meine Leiche. Aber wir könnten noch eine Annonce für deine Mutter aufgeben. Hübsche Taxifahrerin, sucht man fürs Leben. Genau. Deine Mutter hat doch kaum Zeit, einen Mann kennenzulernen. Wer tröstet mich in der Einsamkeit? Dann müsstest du nicht nach Amerika. Ich bin eine schlechte Freundin. Sprotte, was ist mit dir? Zu dir komme ich zurück, aber du siehst, jetzt ist Wichtiges zu tun. Wir fragen unsere Kinder immer, was... Ich muss euch was sagen. Du bist ja ein großer Radiofan, wissen wir. Und ich habe jetzt eine Überraschung für dich. Wie Hallo? So. Oma? Und ich habe ist was? Jetzt eine Überraschung für dich. Hast du wirklich und keine Ahnung, wo meine Brille steckt? Ohne Brille kann ich nichts sehen. Könnte ich mir genauso gut ein Hörspiel angucken. Genau, Oma, du musst ja heute Fernsehen. Warte, ich denk noch mal nach. Vielleicht habe ich sie irgendwo gesehen. Warte kurz. Keine Klassenzimmer. Könnte sein, dass sie neben dem Fernseher liegt. Du bist ja heute wirklich sehr seltsam. Tatsächlich? Ja. Richtig.
Jetzt kette ich sie an, damit du sie mir nicht mehr verlegen kannst. Ja, und jetzt geh ins Bett. Husch, husch. Gute Nacht, Oma. Wahrscheinlich hat Oma recht. Ich bin total verwirrt. Jetzt aber schnell. Die Jungs warten bestimmt schon. Wo bleibt bloß Frieda? Trude war plötzlich keine große Hilfe mehr. Wah! Hey, lass mich raten. Sprotte? Du bist Sprotte, ganz sicher. Und du, Wilma oder Frieda? Nein, Wilma, schätze ich. Weil Frieda hat so schöne, lange Haare. Wollt ihr eine Pizza? Von Trude und mir selber gemacht. Das Rezept von Mama aus Italien. Aus der Tiefkühltruhe. Hm? Ist das dein Cousin, Trude? Ja, das ist Paolo. Ihr guckt so, als hättet ihr noch nie einen Jungen gesehen. Wir haben ordentlicher gestochen. Wir mussten das machen, solange mein Vater nicht zu Hause ist. Das ist verboten, wegen Allergie und so. Hat überhaupt nicht mehr getan. Sag mir, ist dein Cousin jetzt immer hier, wenn wir uns treffen? Wir wollten doch arbeiten, Trude. Ist es schon drei? Ja. Wo ist denn Melanie? Beim Hautarzt. Sie kommt direkt zum Schrottplatz. Pizza! Ist doch warm. Danke. Danke. Schön. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du noch arbeiten musst, Bella? Schmeckt doch die Pizza? Paolo und ich, wir wollten nämlich ins Kino gehen. Er ist sowieso nur diese Woche zu Besuch. Aber Melanie sagt doch, du hättest gar keine Lust mehr auf Kino. Weil du nie wieder stehen könntest, wenn sie mit dem Eis kommen. In Ägypten wäre ich mit meiner Figur eine echte Schönheit, sagt Paolo. Und Melanie würden sie dort hässlich finden, wegen ihrer hervorstehenden Knochen. Das sagst du aber nicht zu ihr. Ich meine schon. Wir sind ja nicht in Ägypten. Also ich bin dafür, dass Trude ins Kino geht. Okay. Na gut. Ciao. Ciao. Wahrscheinlich wollte Trude bloß nicht mehr mit Melli ins Kino gehen, weil die Jungs immer Melli mit Popcorn bewerfen. Das war bestimmt wieder eine echte Gemeinheit, Sprotti. Nichts als die Wahrheit. Großes Hühner-Ehrenwort. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ab jetzt wird nur noch gesprochen, wenn es unbedingt notwendig ist, okay? Verstecken! Bald kommen. Schnell, die Liebesspannung. Die Liebesspannung. Ehren kennt keiner. Verwehren. Hey, Oma, ruhig. Schön. Auch wenn du jedem Jungen nicht die Augen ausdrücken möchtest. Ich kann mich nicht in Luft auflösen. Leben. Hey, ihr da. Soll es denn werden? Karneval in Rio? Endlich, ein Eingeborener. Mein Herr, können Sie mir sagen, wo es zum Schützenfest geht? Unsere Damen sind schon ganz durchgefroren. Und den Chauffeur haben wir leider auch schon nach Hause geschickt. Ihr seht doch zu, dass ihr euer Schützenfest selbst findet. Hier gibt es keins. Also, wacht, dass ihr nach Hause kommt. Weg! Was schön ist das Leben, wenn wir einen heben. Ein Schnäpschen in Ehre, das kann keiner verwirren.